herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon Mania Legends mit mir, der Chibi. Heute ist Tag 96 und ich kriege 93.000 Gold als Belohnung, die ich sehr gut gebrauchen kann. Und ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Mittag. Die Folge kommt ja am Mittag und... Okay, ich habe gerade erstmal was runtergeschmissen. Da ist es doch. Und ich möchte erstmal zwei neue Leute auf meiner Friendliste und auch im Clan neu begrüßen. Unter anderem auf meiner Friendliste ist nämlich der neu, der I Thomas AR. Keine Ahnung, ob das richtig war. Oh, dann ist neu der Drachenmeister 771430. Und im Clan, wie auf meiner Friendliste, ist neu die Sabrina S. Herzlich willkommen! Willkommen! Freut mir! Oh, wow, instant... Hallo, ich habe gerade gar nichts gedrückt und instant war der Meilenstein der Gilde weg. Hallo? Okay, gucken wir nochmal. 14 Nachrichten in der Gilde, das ist ja schön. Das bedeutet, wir sind jetzt 12 von 25 Leuten im Clan. Hier ist die Sabrina S. Die hat ein schnuckeliges Baby als Profilbild. Und was macht... Ist das ein echtes Bild, Hendrik? Mit dem Regenschirm. Wie geil. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Egal. Also, ich werde jetzt allererstes meine Bärchen mal einsammeln. Und werde euch so ein bisschen berichten, was jetzt die letzte Zeit hier so passiert ist. Schauen wir nochmal nach dem Event. Das Event läuft nur noch 2 Tage und 17 Stunden, stand da, glaube ich. 17 Stunden, ja. Und ich bin so gut wie durch, um die 22.500 Bären als nächstes zu bekommen. Ich muss noch 2 Schlachten gewinnen, das werde ich gleich als allererstes machen. Das mache ich am liebsten... Ups. Oh, können wir gleich hier mal eben den Topf ausleeren. Zack. Sehr gut. Okay, das mache ich gleich mal über die PvP-Funktion. Und... Dann schauen wir mal. Oh, wir haben schöne Gegner. Attraktive Gegner. Adrien V. und Alexandre. Alexandre. kommen ja halt VIP, das tut besonders weh. Nein, okay, wir schauen mal. Wieder mal Russen, gegen die ich antreten darf. Spannend. Es ist so spannend. Ja, ansonsten, heute ist ein wunderschöner Tag draußen. Es ist wieder viel zu warm. Oh, Mist. Mist. Der hat, egal, beim nächsten Mal ist er weg. Weg vom Fenster. Machen wir noch so. Ich bin jetzt in der nächsten Zeit etwas im Vormarsch. Und Folgen kommen eventuell nicht mehr Zeit. Machen wir so. Zeitgerecht zu den entsprechenden Events. Oder ihr könnt mir gerne mal, ich weiß, ich rede gerade total wirres Zeug. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Folgendes Problem habe ich. Also Problem ist es nicht. Aber in 2 Wochen ist die Gamescom und ich werde vor Ort da sein. Das ist kein Problem. So, ne? Also ist die Gamescom, ich werde vor Ort sein. Und ich bin jetzt ein wenig hin und her gerissen, was ich machen soll. Entweder ich lasse eine Woche lang Dragon Mania Legends ausfallen. Dafür bleiben die Folgen aber dann passend zu dem aktuellen Event in einem gewissen Zeitrahmen. Ne, machen wir Feuer. So. Oder aber ich strecke die Folgen etwas, was bedeutet, wenn ihr die Folgen seht, sind die Events wahrscheinlich meistens gar nicht mehr am Laufen oder nicht mehr so up to date. Aber dafür habt ihr auch in der Woche, wo ich nicht anwesend bin, habt ihr dann Folgen. Ach komm jetzt, jetzt macht ihr echt euer Schild. Ach, ist das doch blöd. So, husch und weg. Oder aber ich strecke die Folgen und ihr habt dann innerhalb der Woche, wo ich nicht da bin, wo ich in Köln bin auf der Gamescom, halt trotzdem Folgen, die online gehen. Das ist jetzt gerade so meine Frage. Okay, wir machen mal den Normalgegner. Mal schauen, wie es wird. Was ist das? Das ist dieser Deathwing... Nee. Das sieht aber trotzdem geil aus. Okay, das bringt alles nichts. Ich werde uns mal schilden. Und werde mal hoffen, dass einer meiner Drachen hier natürlich nichts Anfälliges hat. Verdammt, der hat so einen legendären Drachen hier, ne? Ach, den werde ich einfach mal docken. Oh, toll. Ach, hab zu früh geklickt. Ich habe gesagt, ich will Herausforderungen. Ich nehme die Herausforderung an. Oh, perfekt.
Oh, das ist aber jetzt ganz schlecht eigentlich. Eigentlich hätte ich vielleicht eher heilen müssen. Egal, wir kriegen das hin. Ich werde jetzt erstmal hier den Angriff schwächen. Ja, das hat gut geblockt. Okay, der Bananen-Dings ist auch so gegen Feuer. Okay, so klappt das. Dann verzichte ich eventuell. Eventuell wird er gleich Luffel töten, Eiscreme-Drachen. Schauen wir mal. Ah, oh, ganz knapp hat Luffel überlebt. Aber wenn ich den jetzt nicht weghaue, dann war es das mit Luffel. Ich kann zwar jetzt gegenheilen, aber ich weiß nicht, ob das so wirklich was bringt. Krieg ich irgendwas? Ich krieg auch nicht so viel von dem weggehauen. Ich heile jetzt einfach mal. Ich. Oh wow, das hat bei Luffy ja echt was gebracht. Nicht. Egal, wir verwenden jetzt einfach mal Feuer. Aber wir werden gewinnen. Guck mal, wir sind definitiv im Vorteil. Oh, perfekt! Und an Luffy vorbei. So. Und jetzt macht noch Deke den letzten Abschuss. Okay, das lief tatsächlich gar nicht so schlecht. Gut, dass der eine daneben getroffen hat, wobei wir hätten so oder so das Ding geholt. Schön, damit haben wir unseren Sieg jetzt und sind im Event. Oh nee, doch, wir sind jetzt weiter. Wir haben die 22.500 Bären erhalten. Was brauchen wir als nächstes? Sammle Gold. Gut, das Gold habe ich heute noch nicht gelootet. Hatte ich doch nicht, oder? Hatte ich das schon gelootet? Nein, ich habe es extra liegen lassen. Braves TV. lasse Drachen im Level aufsteigen. Oh, ich hasse das. Und zwei oder mehr Elemente muss ich wahrscheinlich züchten, ja. Und dann kriege ich als Belohnung dieses Monument, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Ich glaube, das ist einfach nur Deko. Okay, dann looten wir jetzt einfach mal das Gold. Da kriege ich Eiskraben für. Okay. Läuft doch. Aber ich habe irgendwie noch nicht so viele... Echt jetzt? Ich loot so viele Habitate und kriege kaum was raus. Jetzt machen wir mal die Bepflanzung. Ah, verklickt. So. 5 von 20 habe ich erhalten. Na toll, noch 2 Tage Zeit. Mal schauen, ob ich da noch irgendwas reißen kann. Ich gebe mir zumindest Mühe. Da haben wir Dias bekommen. Okay, dann haben wir hier einen Drachen. Der hat aber leider nur 2 Elemente, soweit ich das beurteilen kann. So ein gewöhnlicher Drache. Der zählt also nicht. Schauen wir mal, ob die beiden mir jetzt den Aschendrachen herzaubern. Ja! Ja! Wow! Okay, das war der Aschendrache. Cool. Das ist er. Sonst hätte ich, glaube ich, bei 3 Elementen, sonst hätte ich, glaube ich, nicht den Punkt gekriegt. Sehr cool. Oh, mit dem Aschendrachen will ich ja super gerne kämpfen, ne? Feuerpflanze, Wind. Nice. Nice, 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 nice. Den will ich unbedingt im Team zusammen mit dem Eiscreme-Drachen. Okay, dann haben wir den gezüchtet. Wollen wir dann nochmal den Eiscreme-Drachen züchten? Oder soll ich den nochmal versuchen, hier erneut zu züchten? Ba, 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 baby bell. Ba, 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 baby bell. Was haben wir denn für Aufgaben hier im Zucht? Kreuze an Pflanzen Metallhybriden mit einem Drachen des Energieelements, um einen Goldkrähen-Drachen zu erhalten. Aha. Züchte einen Drachen mit 3 Elementen. Aber das habe ich doch gerade geschafft und dann muss ich das Ei erst dafür ausbrüten. Der hier hat doch 3 Elemente, oder nicht? Komm, ich züchte den jetzt einmal nochmal. Jetzt bin ich unsicher. Weil der ist nämlich in 43 Minuten schon geschlüpft. Irgendwas sagt mir, das kann nicht ganz stimmen. Ah, nee. Hups, das ist... Hä? Hä? Wofür zählen denn die 3... Wofür zählen denn die 43 Minuten hier? Hä? Das hier... Habe ich irgendwas geupgradet, ohne es zu merken? Nee. Oder ist das... Nee. Okay, ich habe keinen Schimmer, was das zu bedeuten hat. Hier sind es 11 Stunden. Egal, wir züchten ihn einfach nochmal. Sicher ist sicher. Nicht, dass ich mich nachher irre. Dann gucken wir mal auf eure Post. Danke, 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 danke. Das passiert mir in letzter Zeit ziemlich häufig. Da solltet ihr echt unbedingt drauf achten. Ich werde ständig in irgendwelche Clans eingeladen, obwohl ich das überhaupt nicht will. Geht weg. Geht weg mit euren Einladungen. Ich brauche die nicht.
Ich will keinen Clan. Hier soll ich helfen, gerne, Jenny. Und Sabrina soll ich auch helfen. Okay. Namensvetterin. Der Namensvetterin. Oh yay! Yeah! Freundschaftsmeilenstein erreicht. 3x VIP-Ticket. Yay! Yeah! Okay, das ist richtig nice. Weil VIP bringt echt viel. Nächstes hatte ich noch Dias ab 23.000. Das kriegen wir auch noch hin. Oh, ja, ja. Ich kann jetzt noch mal gucken, dass ich den Siededrachen irgendwo platzieren kann. Ach nee, der wird erstmal hier platziert. Okay, ist auch in Ordnung. Damit kann ich auch leben. Und dann wollen wir eure Geschenke mal machen. Heute gibt's mal Runen. Hau die Runen in den Club und sag, wow, wow. Schmeiß die Fuffis in den Club und schrei, hey, lass es liegen, das ist meins. Okay. Oh, meine Maus spackt momentan immer mehr rum. Meine Maus hat so ein Problem, so ein Klicker-Problem. Diese Razer-Krankheit, meine Razer-Maus spackt. Und ich glaube, die geht mir immer mehr hinüber. Es kostet richtig Anstrengung, um den richtigen Mausklick hinzulegen. Okay, gleich haben wir's. Nicht mehr lange. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Okay, wir haben's. Sehr gut, Runenparty heute. Was sagt das Meta jetzt? Okay, ich werde beim nächsten Mal, denke ich, schon knapp an die 18.000 kommen. Das ist doch schön. Haben wir ansonsten heute noch irgendwas zu erledigen? Wir haben den nächsten Punkt im Event erlangt. Wir haben den Meilenstein im Freundschaftspunkte erlangt. Wir haben den Drachen geschafft zu züchten. Ich kann jetzt noch mal gucken, ob ich einen Forschungstrupp losziehen lassen kann. Ah nein, hier ist der... Dafür brauche ich den Blattdrachen. Okay, das ist blöde. Dann gucken wir hier noch mal ein Geisterschiff. Und... da geht's. Dann möchte ich noch mal gucken, dass ich hier vielleicht tatsächlich... Nee, Quatsch, das hier. Dass ich die Drachenakademie als nächstes hochstufe. 1 Million kostet's. 1.033.000 habe ich. Oder 1,33 Mille habe ich. Also 1.330.000, nicht 33.000. Und ich glaube, das könnte mir tatsächlich was bringen. Ich werde es jetzt einfach mal machen. Und das nächste Gold geht dann für das Schädeltor drauf. Als nächstes nach der Akademie kommt das Schädeltor. Und dann werde ich noch gucken, dass ich immer mal wieder hier die letzten Plätze freiräume. Aber ich sehe schon, so mehr wie 2, 3 Habitate werde ich, obwohl hier ist noch einiges zu räumen, 2, mehr wie 4 Habitate werde ich da, denke ich, auch nicht mehr raufkriegen. Da müssen wir mal gucken, ob wir da noch irgendwo Platz finden. Kann ich hier noch einen Trupp losschicken? Hier muss ich verbessern. Hier muss ich verbessern? Verbessern? Okay, da gab es sogar einen Fischi für. Das ist sehr gut. Ach, der Herr Allen ist schon unterwegs. Und den Rauchdrachen kann ich trotzdem schon mal füttern. Vielleicht gibt das ja auch Fischi-Punkte. Yes, okay, wunderbar. Na gut, dann muss ich da noch warten. Dann verabschiede. Ich hab's in letzter Zeit mit verabschiedige und... Also ich sag irgendwie immer das falsche Wort. Oh. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und noch viel Glück bei der Drachenzucht. Bye, bye.